Und ich hoffe, wir kriegen tagsüber keine Patrouillen, Alter, wenn wir tagsüber auch noch Patrouillen kriegen. Ich könnte halt versuchen, eigentlich... Habe ich geschossen? Oh, super. Ich glaube, ich habe ihn erwischt, aber ich glaube nicht, dass ihn das tötet. Das war's rüber. Ich habe noch 4 Pfeile. Wir haben 8 Federn und einen Stock. Machen wir uns mal ganz schnell ein paar Pfeile. So. Und dann würde ich die anderen 3 Federn mal noch an den hier dranhängen. Mit 1, 2, 3. Sind wir jetzt schon bei einer ganz ordentlichen Summe. Na klasse. Geht das? Oh. Wusste ich nicht. Okay. Die hat keine Munition. Ich weiß aber nicht, wie man die auffüllt. Und ich kann mir auch das Ding equippen, ich weiß aber auch nicht, wie das funktioniert. Und da hinten momentan noch Leute rum... Also ich würde es machen, aber da hinten momentan noch was rumrennt... Ungern. Ich esse erstmal noch 2 Energieriegel, 3 Energieriegel. Dann trinken wir mal noch was. Noch was. Achso. Trinken. Okay. Ich weiß halt auch nicht. Okay, die Nacht ist bald vorüber. Ich weiß halt auch nicht, inwieweit jetzt die anderen Viecher noch hier sind, weil wir haben ja gesehen, das war ja nicht nur einer, das waren ja mehrere. Das waren 2 von denen und noch 2 Spinnenmenschen. Mutanten, was auch immer. Menschen möchte ich das ehrlich gesagt nicht nennen. Ich kann euch aber nicht sagen, inwieweit die jetzt noch hier sind. Ich sehe nämlich nichts. Ich könnte mal die Flashlight benutzen. Habe ich gerade meinen Bogen dahinter geworfen? Echt jetzt? Hat er gerade wirklich den Bogen weggeworfen? Bow, Stick plus Stick? Was könnte man für einen Bow noch benutzen? Ah. Gut, da habe ich jetzt halt einen neuen Bow. Equip. Der wird ja auch nicht aufmerksam. Glaube ich. Okay, es wird gleich Tag. Da hinten geht der Tag schon los. Okay, ich rüste mir jetzt dieses tolle Ding aus. Dann rüste ich mir dazu das Feuerzeug aus. Und gleich wird's lustig. Oh mein Gott, gleich wird's lustig. Wie nicht?
Alter, es tut mir leid, dass wir erste Nacht so verbringen mussten, aber es geht nicht anders. Ich kann ja nicht in der Nacht mit dem Vieh kämpfen. Das. Ja. Tag. Ich sehe auch nicht, wo ich langlaufe. Okay. Wie wirft man das Ding überhaupt? Ich glaube, das war schon mal nicht schlecht. Ja, genau so steige ich immer das Ding hoch. Na super. Wir brauchen Alkohol. Nicht trinken. Alkohol. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Und wir brauchen... War das Band? Nee, Band war es nicht. Alkohol, das, das. Und... Stein? Nein. Ach ja klar, eine Bombe brauchen wir noch. Das ist ja logisch. Headbomb. Remove. Ich nehme mal diese eine Bombe. Ich glaube... Der braucht ein bisschen von den Dingern. Alter, wie... Ja, nicht trinken. Wir haben nur noch zwei, ne? Also mehr können wir eh nicht machen. Von daher... Ah, nicht nur noch eine. Remove. Equip. Okay, er geht. Also, wir sind hier nicht sicher. Das durfte ich jetzt so schon mal... Ja. Das durfte ich jetzt so schon mal feststellen. Das heißt, wir nehmen uns mal hier ganz kurz... Wir nehmen uns mal ganz kurz alles mit. Hallo? Mitnehmen? Ich glaube, wir sind voll... Und da haben wir auch alles mitgenommen. Da haben wir was fallen gelassen. Und was haben wir hier noch? Hier haben wir noch Energy Regal und Dosen. Nehmen wir jetzt mal alles mit hier. Ich möchte jetzt... Sind wir voll oder wie? Nee, sind wir nicht. Nimm mit! Nimm mit! Der nimmt das nicht mit. Und dann würde ich sagen, bewegen wir uns mal in Richtung... Irgendwas, ich weiß es nicht. Ich möchte hier nur weg. Ich höre unserem Freund hier noch. Schleimi Mac Schleim Schleim. Okay, ich muss mir ganz kurz einen Überblick verschaffen, bevor wir losmachen. Alter, das kann nicht sein, dass hier so viele Viecher auf einmal sind. Und die haben ja trotzdem Routen, die sind ja nach Routen festgelegt. Das heißt, wenn hier einmal so viele sind, dann werden die wahrscheinlich wiederkommen. Schleimi ist da hinten, da ist ein Eingeborener. Was läuft da? Na super. Meine Fresse.
Funktioniert super, die Bomben. Echt, man kann perfekt gegen die Leute ankämpfen. Fein juckt. Oh. Fein juckt den das auch überhaupt. Ich glaube, ich habe den Hasen getroffen, bin mir nicht sicher. Ja. Also wir machen den definitiv weg. Das könnt ihr vergessen, dass ich hier bleibe. Wir nehmen uns jetzt die Axt und dann laufen wir los. Das tut mir sehr leid, wir können hier gerne zurückkommen, um ab und zu mal was zu holen, aber ohne Mist, mit so vielen Gegnern könnt ihr vergessen. Hier bleibe ich nicht. Das macht ja keinen Spaß, ich will ja auch noch ein bisschen bauen irgendwo. Und es soll ja auch, Moment, es soll ja auch Schwierigkeitsgrade geben, aber ich habe das noch nicht gefunden, wo das sein soll. Okay. Wo? Ich laufe in den Wald, ich laufe in den Wald, mir ist ziemlich kalt. Okay, den ersten haben wir hinter uns, ich weiß nicht genau, wo der zweite ist. Das war ein Eichhörnchen, toll. Da ist der zweite, okay. Ich versuche in Richtung Wald zu, Strand zu laufen. Da sind wir immer noch am sichersten. Und dann schauen wir mal. Hier haben wir ja auch noch was. Man könnte sich theoretisch auch hier unten eine Basis bauen. Ich weiß aber auch immer noch nicht, wie sicher das hier ist. Ob dann hier nicht irgendwas vorbeikommt. Das kann man aber auch nie sagen. Ich, oh Mann. Warum? Es war so eine schöne Base. Könnten auch rein theoretisch darüber, ne? Aber auch das ist mir nicht sicher genug, weil ich nicht weiß, ob hier Haie sind in den Gewässern. Ich laufe am Hang entlang, da gucken wir uns mal an, was hier so gibt alles. Das ist natürlich jetzt mega behindert, aber was soll man machen? Ihr könnt da ihr habt gesehen, was da vorbeikam. Wir können da unmöglich bleiben bei so vielen Viechern. Und die Bomben, naja, entweder bin ich zu behindert, die zu werfen, oder die sind wirklich so scheiße. Tut mir leid, Hasi, aber wir brauchen gerade ein bisschen Raw Rabbit. Can't carry any more Rabbit Fuel. Das interessiert mich sowieso nicht, das Rabbit Fuel. Unser Freund hat hier ein bisschen Ausdauerprobleme. Wir haben zum Glück eine ganze Menge mitgenommen. Was Ausdauer angeht. Denn der muss jetzt mal ein bisschen rennen. Wir müssen uns beeilen. Und bitte lass mich eine Schildkröte auf dem Weg finden. Bitte. Eieiei. Der Survivor hat angefangen, meine lieben Freunde. Der Survivor hat angefangen. Jetzt wird's krass. Jetzt wird's kritisch. Aber jetzt macht es, glaube ich, auch ein bisschen mehr Spaß. Wenn man nicht jede Nacht. Also wenn wir jede Nacht solche Viecher haben, dann... wenn wir es ab und zu mal haben, dann macht es sicher Spaß. Weil da muss man sich auch mal ein bisschen anstrengen. Aber jede Nacht ist, glaube ich, ein bisschen zu heftig. Weil ich meine, die finden dich ja wirklich auch nicht jede Nacht. Das, ich meine, die Insel ist groß und ich weiß nicht, wie viele es davon gibt. Ich hoffe, es gibt davon nicht übertrieben viele jetzt. Aber gehen wir davon aus, es gibt davon 5 von jeder Sorte oder so. Aber es wird wahrscheinlich mehr als 5 geben, kann ich, bin ich mir ziemlich sicher. Ich denke, die Forscher, Entwickler, was auch immer, haben da die Insel recht vollgepackt. Und da sehe ich... Warum ist da drüben eingeboren im Dorf? Kann man hier was bauen ohne... Ich glaube nicht. Weil müssen wir hier ewig warten. Wir müssen uns irgendwo am Wald niederlassen. Das ist das Problem. Wir müssen uns am Wald niederlassen, weil wir brauchen das Holz. Die Frage ist nur, welcher Teil des Waldes ist am sichersten? Welcher sieht am verlockendsten aus für uns? Okay. Firepit bauen. Anzünden. Ich weiß gar nicht, wo der Kopf ist. Ich habe gar nicht darauf geachtet. Okay, die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen jetzt. Oh. Mist. Die kann man auch nicht reinschieben. Okay.
So. Stirb. Ist hier irgendwas? Noch nicht. So, sie brennt nicht mehr. Wetter sollten wir genug haben, von daher. Na komm schon, brenn und stirb. Brenn doch. Na also. Okay, wenn ich jetzt I drücke. Sagen wir mal, wir rüsten. Ja. Okay, er lässt es fallen. Alles da, wir haben den anderen fallen gelassen. Wir müssen also den Topf mit uns schleppen. Es bringt nichts. Wir müssen den also droppen, notfalls, als wir angegriffen werden. Da haben wir wohl keine Wahl. Gut, dann wollen wir mal schauen, dass wir uns jetzt was Schönes suchen hier. Aber es bringt mal eine Abwechslung. Wir haben jetzt nicht mal unseren ganzen Luxus. Wir müssen wieder von vorne anfangen sozusagen. Und es muss ja schaffbar sein, weil wenn wir ganz von vorne anfangen, dann sind wir schlechter ausgerüstet als jetzt. Und da ist es ja auch schaffbar. Also muss es auch so schaffbar sein. Und ich glaube, ich möchte hierher gehen. Ich glaube, das ist mittlerweile implementiert, dass dieses Gebiet hier mit dazugehört. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich fühle mich hier doch ein bisschen sicherer.